Hallo, du bist willkommen. Ich bin Didier. Ich zeige dir einen Reparaturfall. Komm mit. Ich arbeite heute an einem Spider Canem, einem Fahrzeug von BRP. Der Spider ist von 2008. Ein 990er Zweizylindermotor. Der Kunde klagt, dass sich die Maschine nicht gut fährt. Sie stottert und hat Fehlzündungen. Ich habe jetzt das VCI an den Diagnosestecker angeschlossen. Ich arbeite mit dem Megamax 56. Das Fahrzeug hat einen Kilometerstand von 63.000 Kilometern. Wir sehen uns jetzt mal die Parameter an, was da los ist. Wir stellen jetzt die Kommunikation auf. Hier haben wir eine Bestandsaufnahme der Fahrzeugparameter. Hier zum Beispiel die Position des Gasgriffs. Wir sehen den TPS-Wert. Er steht auf 0,2. Das ist in Ordnung. Wie auch die Batteriespannung, die 12,4 Volt anzeigt. Jetzt starten wir den Motor. Da sehen wir jetzt einen Unterschied. Hier sehen wir den Ansaugluftdruck der beiden Zylinder. Zylinder 1 zwischen 13 und 14 Millibar und Zylinder 2 zwischen 7 und 8 Millibar. Man sieht, da stimmt was nicht. Die angezeigten Werte sind wirklich nicht gut. Noch eine wichtige Sache. Die Batteriespannung. Die angezeigte Batteriespannung ist nicht ausreichend. Klingt nicht gut. Also da. Außerdem stinkt er. Da gibt es also wirklich ein Problem mit der Einstellung der Gemischaufbereitung. Wir haben hier zwei Werte, die nicht gut aussehen. Bei zwei Zylindern sind die Millibar-Werte normalerweise ähnlich. Außerdem haben wir gerade gemerkt, dass die Batteriespannung sehr schwach ist. Wir kommen gerade mal auf 13,2 Volt. 13,2 Volt ist nicht wirklich viel. An so einer Maschine sind viel Stromverbraucher verbaut. Anti-Schlupfregelung, ABS, Überschlagschutz. Deswegen ist eine große Batterie verbaut, die unter der Flanke sitzt, die von der Lichtmaschine gespeist werden muss. Und dann sehen wir uns den Motor genau an, um diese Unterschiede beim Ansaugluftdruck zu prüfen. Wir machen dem Kunden dann einen Kostenvoranschlag für Lichtmaschine und Regler und die anderen festgestellten Fehler. Also, weiter geht's. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr es liken und uns abonnieren, um weitere Videos auf unserem Kanal zu sehen. Tschüss und bis demnächst.